Hallo und herzlich willkommen zum 16. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Penoir Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Ja, es hat schon ein bisschen was von so einem Rosamunde-Pilcher-Roman, muss man sagen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ein nicht ganz unnachvollziehbares Drama, dass man so kurz vor dem Krieg, von dem die ja alle noch nicht wissen, dass er kommt, aber offensichtlich ist es ja auch schon so in der Wahrnehmung ein bisschen behaftet, dass es irgendwas passieren wird. Dass das in diesem Zusammenhang natürlich noch mal ein bisschen dramatischer ist, wenn man dann auch noch ein uneheliches Kind kriegt. Das ist 1937 sicherlich nicht so einfach. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Hustenmedizin, wir haben das Foto und die Broschüre. Ja, dann machen wir noch mal die nächste Folge. Dann geht es nämlich jetzt weiter. Ja. Ebenfalls willkommen zurück an alle Zuschauenden, Zuhörenden. Wir sind immer noch im Jahre 1937, im Winter diesmal. Und Frau Rose, deren Biografie wir ja hier notdürftig zusammenkleistern wollen aus der Zukunft, betrachtet. Frau Rose ist schwanger und Frau Rose geht jetzt in ein Sanatorium, wo sie wahrscheinlich dann auch ihr Kind bekommen soll. Genau, wir haben alle 3 Gegenstände, die wir brauchen. Jetzt müssen wir die nur noch in den Koffer. Ich räume dich hier rein, Koffer. Sobald ich fertig bin, liebes Tagebuch. Ja. Der falsche Koffer. Hier bist du sicherer, als wenn ich dich mitnehme und eventuell verliere. Wo man natürlich sagen könnte, gerade ein Tagebuch. Ja, naja. Man hat einen Account, das ist ja... Der Teilnahmegrad bei Twitter ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich habe da einen Account und habe auch immer noch einen Account. Und die meisten Leute, die einen Account haben, gehen jetzt offensichtlich weg. Oder gehen nicht weg, sondern gehen zu Mastodon und haben dann auch da einen Account. So, pack mal ein, die Sachen. Die Broschüre. Ich möchte mal kurz kommentieren, dass das nicht so richtig sinnvoll ist. Wir gehen in ein Sanatorium. Wir wissen, dass wir da hingehen. Die lassen uns sicherlich ohne Broschüre rein. Die werden ja da am besten wissen, was sie machen und was nicht. Warum muss ich eine Broschüre fürs Sanatorium mit ins Sanatorium nehmen? Eine Überweisung, das würde ich verstehen. Aber noch nicht eine Broschüre. Medizin, das verstehe ich noch, obwohl man auch annehmen könnte, dass im Sanatorium die Hustenmedizin haben. Und ein Foto. Das ist das Einzige, was eigentlich Sinn ergibt. Denn das haben die sicherlich nicht im Gut, das sollte alles sein. Gut. Wenn das so ist. So ist der Koffer. Jetzt muss ich noch den Tagebucheintrag fertig schreiben und es zusammen mit Leons Brief irgendwo verstecken. Ja. Und das mit dem Verstecken, das haben wir in der Tat ja sozusagen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, also was hier von hier aus die Zukunft ist. Dadurch haben wir das ja entdeckt. Die ganze Geschichte. Jetzt weißt du alles, liebes Tagebuch. Ich denke, jetzt ist es wohl Zeit, sich für eine Weile zu verabschieden.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde ein Tagebuch dann mitnehmen, wenn ich irgendwo hingehe, weil das ja der Sinn eines Tagebuchs ist. Aber gut. Muss ja jeder machen, wie er lustig ist. Ich kann nur hoffen, dass Leon den Winter in diesen entlegenen Bergen überlebt. Und dass er einen Weg findet, heimzukommen und seinen Namen reinzuwaschen. Bis dahin warten wir. Ich und das Baby. Oh, ein Spiegeltrick. Ich und das Baby. Glauben Sie immer noch, dass zwischen Ihnen eine Verwandtschaft besteht, Kate Walker? Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn wir ein neues Puzzleteil finden, wird Danas Geschichte noch komplizierter. Was haben Sie als nächstes vor, Kate Walker? Im Tagebuch stand, Dana wollte in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Dort steht vielleicht in den Akten, was aus ihr und dem Baby wurde. Bevor wir fahren, gibt es aber noch etwas anderes. Was denn, Kate Walker? Das Pogrom, von dem Frau Hegel erzählte, bei dem das Haus und das komplette Viertel zerstört wurden, fand 1938 statt, wenn ich mich recht erinnere. Dana schrieb, dass sie Ende 37 ins Sanatorium gehen und einige Monate dort bleiben würde. In der Tat, Kate Walker. Also ist es von hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie während des Pogroms wohl in Sicherheit war. Ja, aber was, wenn sie zu Hause war, mit ihrem Baby? Bevor wir zum Sanatorium gehen, muss ich es wissen. Wir müssen die Gegend nach mehr Informationen absuchen. Gut, Kate Walker. Wo Sie hingehen, folge ich. Solange Sie Ihre Tasche nicht vergessen. Glauben Sie mir, Oscar. Sie sind der einzige Freund, den ich habe. Ich verliere Sie nicht. Ja, durch die Tür können wir ja nicht. Das haben wir vorhin schon probiert. Oh. Na gut. Ich habe gelogen. Vorhin konnten wir nicht durch diese Tür. Drohungen. Voller Fehler, unterzeichnet von Frank Höss. Der Mann der braunen Schatten, der Leon auf der Hütte angegriffen hat. Er hat ihn nie verziehen und verfolgte Dana während des Pogroms. In der Tat, Kate Walker. Aber die Existenz dieser Botschaft könnte bedeuten, dass sie während dieser tragischen Ereignisse nicht hier war. Kommen Sie, Oscar, wir müssen mehr Spuren finden. Ja, war es gut, dass die hier... Wie gesagt, wir sind im Jahre 2005, ne? Das sind 65 Jahre mindestens. Seit 65 Jahren hat hier keiner aufgeräumt. Laut diesem Brief sollte Dana also bis Dezember 1938 im Sanatorium bleiben. Offenbar gab es gesundheitliche Komplikationen. Na, dann lesen wir doch mal diesen Brief. Von Schwester Magdalena im Sanatorium Baden-Ostertal. 13. Juni 1938. Sehr geehrter Herr Rose, ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei Ihnen für die neue Spende bedanken, die Herr Zimmer in Ihrem Namen an unsere Institution getätigt hat.
So funktioniert das also. Daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Dana wie gewünscht bis Dezember 1938 bei uns bleiben kann. Das ist im Hinblick auf die fortwährende Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes auch das Vernünftigste. Bitte seien Sie versichert, dass wir uns weiterhin gut um Sie kümmern werden. Mit freundlichen Grüßen, Schwester Magdalena, Stiftsvorsteherin Sanatorium Baden. Ja, dann ist das doch nicht das Sanatorium, wo wir da waren. Das war tatsächlich eher so ein Kurhotel, habe ich mich erinnert. Dann ist das doch mal ein neues Sanatorium oder eine neue Gesundheitseinrichtung. Na gut. Das ist wohl ein guter Hinweis, aber ich brauche mehr. Das ist natürlich das Danas Initialen. Das hat sie ja nicht mitgenommen. Kiste. Kiste kann man nicht anklicken? Nein, Kiste kann man nicht anklicken. Und ich glaube, hier geht dann so langsam, aber auch ziemlich sicher. Geht die Treppe. Warum ist das schon wieder ein zusätzlicher Mauszeiger? Weiß immer nicht, wo diese Mauszeiger herkommen, diese extra. Braucht doch nur den einen. So. Ja, habe ich auch gesagt, ne? Vorhin schon. Also ich meine, das Haus steht da offensichtlich seit diesem Pogrom. Man hat das nur von außen renoviert. Und wenn man das mal anversucht hätte, von innen zu renovieren, dann hätte man ja zumindest angefangen, die Dinge wegzuräumen oder so. Aber es scheint ja genau so noch zu sein wie 1938. Dafür sieht es auch irgendwie kaum verstaubt oder so aus. Das Zimmer wurde wohl während des Pogroms der braunen Schatten verwüstet und geplündert. Ich hoffe, Dana war an diesem Tag nicht da. Auch keine neue Information. Jo. Ich würde mal vermuten, mehr gibt's hier nicht. Wir haben, wie gesagt, hier diesen schönen Koffer gefunden, aber offensichtlich haben wir auch alles, was wir mit diesem Koffer herauskriegen konnten, herausgekriegt. Gehen wir wohl. Ja, da ging es um ein Treffen vom Stadtrat. Die Souvenirs hier sehen hochwertiger aus als die, die ich anderswo gesehen habe. Ja, in dem Laden waren wir ja aber auch schon drin und die Dame konnte uns ja oder wollte uns ja auch nicht so richtig weiterhelfen. Und da waren wir auch schon mal unten und haben ja, glaube ich, gesehen, was haben wir denn für Inventar. Hauptsächlich ich glaube, das war irgendwie dreckig und wir konnten das ja nicht sehen, ob Dana Rose da dabei stand.
Genau. Das war hier das Problem. Können wir das mit dem Taschentuch? Ist immer gut, ein altes, besticktes Taschentuch dabei zu haben. Aus den 30er Jahren. Anton und Lena Rose. Danas Eltern. Oh Gott, sie wurden bei dem Pogrom getötet. Wird Dana Rose auch erwähnt? Sieht nicht so aus, nein. Aber ich muss sicher gehen. Was heißt denn sicher gehen? Wie können wir denn noch sicherer sein? Sie ist doch hier nicht drauf. Dann wird sie da auch nicht dabei gewesen sein. Ist doch. Verstehe ich nicht ganz. Gut, aber hier kommen wir ja auch eh nicht weiter. Können jetzt hier noch mal in den Laden gehen, aber wie gesagt, die Dame hat uns ja vorhin auch schon nicht so richtig helfen können. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Genau. Könnte man ja höchstens noch irgendwie ein Buch oder irgendwelche Dokumente suchen, finden. Ja, wie gesagt, also, das, wenn das 1938 war und dann alles noch so liegt, wie es 1938 zurückgelassen wurde, muss man davon ausgehen. In dem Buch steht, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Ja, und seitdem war offensichtlich auch da oben niemand, weil, das haben wir jetzt ja nicht gesehen, aber in der letzten Runde, die ich gespielt habe, da sind wir ja von innen in das Gebäude gegangen und die Treppen hoch und man konnte nicht mehr dahin, weil die Treppen kaputt waren. Also die Treppe fehlte. Wir sind dann über diese Feuertreppe von außen da reingekommen. Aber offensichtlich heißt das, dass sich nicht mal jemand die Mühe gemacht hat, in dieses Zimmer zu gehen. Und hat offensichtlich keinen gestört bislang. Ja, 15. September 1935, Anti-Wagerana-Gesetze werden verabschiedet. 12. März 1938, Osterthal wird von den braunen Schatten annektiert. 9. November 1938, die braunen Schatten organisieren eine Pogromnacht gegen die wagerianische Gemeinde, insbesondere deren Mitglieder, die auf der Wagenaumbrücke Brücke der Nebel leben. 30. Oktober 1943, da sind übrigens mal eben 5 Jahre vergangen, die Alliierten erklären die Annexion von Osterthal und Österreich für null und nichtig. 13. April 1945, alliierte Truppen unter Führung der Roten Armee befreien Wagen nach intensiver Bombardierung. 28. April 1945, Osterthal erklärt sich unabhängig. Das ist passiert. Kann man nicht vor- und zurückblättern? Ich glaube, das war's. Wir wissen, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Danas Eltern, Anton und Lena, sind umgekommen. Aber Dana war angeblich damals im Sanatorium. Das scheint auch bestätigt zu sein von dieser Nachricht, die Frank Höss im Haus hinterlassen hat, Kate Walker. Ganz genau. Also sind wir hier fertig, Oscar. Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof. Gleich morgen früh versuchen wir, das Sanatorium zu finden.
Ja. Eigentlich ganz schön. Hier können wir sehen, wo wir überall schon waren und in welcher Reihenfolge, ne? Wir waren hier einmal beim Gasthof angekommen. Dann waren wir erst in Müllers Geschäft, Antiquitätenviertel, wo man ja dieses Bild ja her hatte, was wir gefunden haben. Dann waren wir in der Berghütte auf dem Silberspiegel. Dann waren wir in der Musikakademie. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Ja, nicht in der letzten Folge, in der letzten Woche. In der letzten, vorvorletzten. Naja, also muss schon 3 Folgen her sein, glaube ich. Haben Musik gemacht auf dem Musikplatz bei der Musikakademie, die schon nicht mehr existierte. Und jetzt waren wir bei Danas altem Haus. Also wir haben eigentlich alles abgefrühstückt, weil wir was hier leben hier ab, ach so, abbildet. Und wir wollen jetzt wieder zurück. Und wir können auch lustigerweise immer nur an den Ort wieder reisen, wo wir jetzt hin müssen. Also man hätte ja im Sinne einer ein bisschen mehr Open World zumindest die Möglichkeit bekommen können, auch nochmal zu den Orten zurückzukehren, an denen man schon war. Ob das nun Sinn macht im Rahmen der Erzählung oder nicht, ist ja eigentlich Wurst. Aber das ist eben ein Adventure und kein Open World. Da kann man nicht einfach überall hin. So, das ist sie also, die berühmte Kate Walker. Bitte, wie? Dana Rose. Ich kannte sie sehr gut, wissen Sie? Unsere süße Dana. Sie warten auf die Tram, nicht wahr? Nun, wir unterhalten uns besser im Gasthof. Angeblich zieht ein Sturm auf. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake oder Junta Steinhoff? Da haben Sie gut kombiniert, was? Sie sind eine kluge junge Frau. Doch Sie wollen sicher wissen, warum ich hier vor Ihnen stehe und den Nachnamen eines Offiziers Ihrer Majestät führe. Aber hier ist unsere Bahn. Wären Sie so nett? Und es ist wirklich immer die gleiche Animation. Also man sieht einfach nur 2 Szenen und das ist immer der gleiche Fahrtweg. Man kommt nicht voran so richtig. Sehr interessant. Man könnte meinen, naja gut, für eine Ladepause ist es natürlich vielleicht noch zielführend, dass man sagt, wir haben eine wiederholende Animation, solange es noch lädt. Aber es lädt ja eigentlich nie. Also, Frau Walker, Sie Ach, sind sehr jetzt. still. Ich hätte gedacht, Sie hätten Fragen an mich, nicht? Ich habe gelesen, dass Sie Ihr Prestige als Künstlerin genutzt haben, um die braunen Schatten auszuspionieren, vor und während des Krieges. Wie heißen Sie denn nun? Junta Steinhoff oder Colonel Blake? Mein Name ist Janet Blake, Frau Walker. Kein Name, dem die braunen Schatten Vertrauen entgegengebracht hätten, wie Sie sicher verstehen. Also nahm ich den Mädchennamen meiner Mutter an. Meine Eltern waren österreichische Diplomaten, müssen Sie wissen.
Also waren Sie eine Art Doppelagentin? Bei Ihnen klingt das romantischer, als es in Wirklichkeit war. Aber ja, so könnte man es wohl nennen. Sie haben den Gasthof erwähnt. Sind Sie etwa der andere Gast? In der Tat, Frau Walker. Es war Frau Wagner, die mir von Ihnen erzählt hat. Als sie sagte, Sie suchen nach Dana, wusste ich, dass ich mit Ihnen reden muss. Frau Wagner sagte mir, ich solle in der Akademie anrufen. Das tat ich dann auch. Dort schickte mich der Rektor dann wiederum zur Brücke der Nebel. Und so kam es, dass ich hier entlang spazierte und nach einer geheimnisvollen Amerikanerin mit einem Gemälde fragte. Haben Sie neue Informationen über Dana für mich? Das könnte gut sein, Frau Walker. Aber wie wäre es, wenn Sie mir zuerst berichten, was Ihre kleinen Ermittlungen über Dana ergeben haben? Ich weiß, dass Dana sehr besorgt war, weil Leon fliehen musste. Nach dem Tod eines Wissenschaftlers. Herr Berger. Nur zu verständlich. Wie hätte er den Winter alleine im Gebirge in einem fremden Land überleben sollen? Ja, allerdings. Das ist genau die richtige Frage, Frau Walker. Diese Expedition zum Ursprung in Baltaja. Eine einzige Katastrophe war das. Ich habe heute herausgefunden, dass Dana in dem Sommer schwanger wurde, in 37. Leon war der Vater. Also beschlossen ihre Eltern, sie in einem Sanatorium zu verstecken, außerhalb der Stadt. Ich nehme an, das hat sie vor der Pogromnacht der Braunen Schatten gerettet. In Wagen. Da haben Sie recht. Ihre Eltern allerdings... Ja, ich weiß, dass sie umkamen. Arme Schweine. Verzeihen Sie den Ausdruck. Das ist alles, was ich weiß. Können Sie mir sagen, was mit Dana passiert ist, nachdem sie für die Geburt im Sanatorium war? Ich muss gestehen, Miss Walker, ich hatte befürchtet, dass Sie einige der schmerzhaften Details hier übersehen würden, was eindeutig der Fall ist. Was meinen Sie? Ich denke... Es ist das Beste, wenn wir bis zur Endstation in dieser Bahn sitzen bleiben. Ich weiß, das ist eine seltsame Bitte, aber Sie müssen das wirklich selbst sehen. Also ich... Bis dahin empfehle ich Ihnen, aus dem Fenster zu blicken. Glauben Sie mir, das lohnt sich. Thank you.
Tut mir leid, Miss Walker. Aber sie auf der Brücke zu verfolgen war anstrengender, als ich dachte. Schon in Ordnung. Ich kann warten. Ach, Unsinn. Ich weiß, wie sehr Sie darauf brennen, etwas über Dana zu erfahren. Also gehen Sie vor. Ich treffe Sie in Abschnitt O8. Dort hole ich Sie ein. Können Sie mir nicht einfach sagen, was wir hier machen? Ich weiß, es wirkt grausam, dass ich in Rätseln spreche und so geheimnistuerisch bin wie eine verfluchte Wahrsagerin. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen es selbst sehen. Na gut. Und vergessen Sie nicht, Abschnitt O8. Suchen Sie den, dort treffe ich Sie. Oh, hier ist es eisig kalt. Ja, ein Blick auf die Uhr. Wir haben zwar noch keinen Hinweis bekommen, aber ich würde denken, das wäre ein guter Zeitpunkt, um hier diese Folge wieder zu beenden. Wir haben also offensichtlich etwas gelernt. Wir haben eine der relevanten Figuren aus der Geschichte, die wir bisher recherchiert haben, auch schon getroffen jetzt. Und jetzt werden wir offensichtlich noch mehr Antworten finden und das machen wir dann in der nächsten Folge. Von daher, kleiner Cliffhanger, bis in die nächste Episode. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Siberia The World Before. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!